Hallo Leute, oh mein Gott, wen hört ihr denn da? Es ist Leshy. Ha! Es ist unglaublich. Ich kann endlich wieder mal aufnehmen, nach einer längeren Pause. Ich habe zwar ab und zu ein bisschen was hochgeladen, aber ich habe lange nichts mehr aufgenommen, weil ich momentan sehr viel wieder mit Musik zu tun habe. Aber bald ist das Album fertig, der Auftritt ist durch und dann mache ich erstmal derbe lange Pause. Also ich werde zwar schon ein bisschen... Ah, egal. Gut. Ich möchte ein neues Projekt beginnen, und zwar ActRaiser auf dem SNES. Es ist ein sehr innovatives Spiel anscheinend. Es ist noch nicht sonderlich oft gemacht worden. Dude Lebo hat's gemacht. Wenn ihr keinen Bock auf meinen dummen Kommentarstil habt, schaut bei ihm vorbei. Lohnt sich. Aber sonst habe ich eigentlich kein gutes Let's Play davon gesehen. Empfohlen wurde mir dieses Spiel von Arcus LP, und ohne weiter groß auszulabern, starten wir das Spiel. ActRaiser für den SNES. Die Musik ist übrigens schon jetzt richtig geil. Ist es blind für mich? Ich habe nur ganz kurz angespielt, um zu gucken, was das für ein Spiel ist und ob mich das überhaupt interessiert. Musik, Grafik und Idee haben mich überzeugt. Lass uns anfangen. Please create a name for yourself. Press B button to enter any letter. Press Y button to cancel and any letter entry. Okay. Press Start button once you have created your name. Okay. Jetzt sollen wir uns unseren Namen auswählen. Mach ich mal. Kriegen wir hin. So. Are you awake, Sir Leshy? I am the angel sent you help recover your lost strength. Now all types of monsters are in total control of the earth. Alle Monster sind jetzt irgendwie... Also das ist so ein Engel, und der will mir helfen, meine Stärke wieder zu erreichen. Und alle Monster sind jetzt irgendwie in Kontrolle der Erde. Und zwar alle wegen einem Dämon namens Tansra, der eine, der meine Kraft verschlossen hat anscheinend. In order to restore your power, you will need to rekindle the people's faith in you. Und damit wir unsere Kraft wieder erreichen, müssen wir den Glauben an uns wiederherstellen. Für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, wir sind ein Gott. Okay. But first, let us go down to the earth and destroy all monsters, that we may establish a peaceful land for our people to dwell in. Okay, unsere erste Aufgabe ist es, alle Monster zu zerstören. Gut. To move, Sky Palace Movement. Okay. Seht ihr diese roten Kreise? Anscheinend sind das die Sachen, die ich anpeilen muss, die kleinen Städte. Und ich werde jetzt einfach mal auf eins drauf gehen. Dann, fight monsters. Sir Leshy, if we destroy all monsters in the land, people will be able to live here again. Are you ready? Ja, Mann. May luck be with you. Okay. So, jetzt gehen wir aus dem Overhead-Perspektive mit einer richtig guten Animation rein in... eine Side-Scroller-Perspektive. Jetzt ist das Spiel auf einmal ein Jump'n'Run. Was das Spiel so innovativ macht, also Arcus hat mir ein bisschen was über dieses Spiel erzählt, Arcus LP, schaut auch mal bei ihm vorbei, ist, dass es ein ziemlich sehr guter und innovativer Genre-Mix ist. Für heutzutage ist das ganz normal, aber früher war das ja was ganz Besonderes. Das war ja noch zu SNES-Zeiten. Versetzt euch mal in die alte Zeit. Ich meine, für SNES-Verhältnisse ist das schon eine sehr geile Grafik, wie ich finde. Momentan haben wir noch nichts drauf anscheinend. Ich weiß gar nicht, ob wir noch etwas erlernen können. Wir können springen, schlagen, sonst eigentlich aber noch nichts. Ich spiele übrigens mit Gamepad, weil ist halt so, ne? Alter. Ich weiß noch nicht, ob ich es als schwer einstufen soll oder wie oder wo. Wow, fuck. Wir verlieren ziemlich schnell Leben momentan, weil ich bin schlecht halt. Ich bin sehr schlecht. Oh Gott, ich bin schlecht. Oh fuck. Oh Gott. Zack, zack, zack. Zack. Wow. Super. Kopfabhang. Ich will den Kopf abhacken. Gut. Oh, wow. Wir hacken einem Menschi den Kopf ab und es wächst ein perfekt gerader Baumstumpf aus der Erde. Cool. Wow, 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 wow. Tot.
Okay. Ready? Ja, Mann. Zwei Leben haben wir noch. Gibt's Continues? Ich hoffe es doch. Ich will mal ohne zu safe-staten anfangen. Aber ich werde wahrscheinlich hundertprozentig dazu kommen, zu safe-staten. Safe-zu-staten. Safe-zu-staten, sag ich mal so. Schwuchtel. Vögel. Warum explodiert alles, wenn man es tötet? Zack. Ja, ich nehme hier die Abkürzung. Ah, wie hätte ich den kommen sehen sollen? Ganz ehrlich. Stirb. Stirb. Stirb, stirb. Ohne mich zu treffen. Tot. Okay. Also die Musik, die ist geil. Die ist geil. Ich finde die Musik Hammer. Alter, Alter. Alter. Ich brauche Leben, Leben, Leben. Ja, ja. Leben, geil. Leben. Stirb. Oh, am besten. Muss ich nicht alle Monster töten? War nicht davon irgendwie die Rede? Oh Gott, ich lasse mich die ganze Zeit von diesen Stacheln stechen. Okay, das war nicht gut, das zu sagen. Leben, sehr schön. Ah! Biene! Verdammt! Okay. Oh! Endboss. Enemy. Der ist riesig! Scheiße! Boah, stirb, 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 stirb. Boah, wir verlieren. Wir verlieren ganz derbe. Oh fuck, 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 fuck. Und wir sind tot. Okay. Ne, ist kein Problem. Wir beginnen nicht ganz am Anfang des Levels. Ist in Ordnung. Für mich ist das kein... Alter! Ich hasse... Ah! Scheiße! Alter! Boah. Verdammt schwer. Wow, wow, shit. Okay. Wir werden es nicht überleben. Das verrate ich euch schon mal. Tot. Geil. Oh, that was too bad, Sir Leshy. But I know you will never give up. I will watch for your gallant return once you have defeated the monsters. Okay, ich kann also direkt nochmal. Okay. Ich bin ja ein Gottheit, also was soll's. Jetzt muss ich... Der Unterschied ist, dass ich das Level nochmal machen muss. Ist aber kein Problem. So lernen wir das Spiel kennen. Finde ich in Ordnung. Ist so, ist in Ordnung so. Meiner Meinung nach. Übrigens, ich werde, wie ich das schon bei den letzten Pound of Ground Parts gehandelt habe, werde ich, Dings, ne? 10 Minuten Parts hochladen. Ich finde, das ist für mich einfach zeitlich besser schaffbar. Habe ich mit einer Blockaufnahme Material für mehrere Tage statt nur zwei. Zum Beispiel, wenn ich auch nur eine halbe Stunde aufnehme, habe ich schon für 3 Tage vorgesorgt. Weil noch bin ich mit der Musik nicht durch. Also noch bin ich sehr am Arbeiten da. Aber zumindest sind die Aufnahmen für das Album drin. Die Leute, die mich ein bisschen musikalisch auch verfolgen, werden ja wissen, worum es geht. Okay. Oh, super Affe und super kleine Menschies. Okay, machen wir es so. Ich bin gerade versunken in meinen Gedanken an zwei Menschen, die mir gerade sehr wichtig sind. Tut mir leid. Das wird mich generell beim Let's Playen... Oh Gott, wieso bin ich so schlecht? Das wird mich in nächster Zeit ein bisschen verfolgen, weil das ist, was ich gerade durchmache, das ist einfach wunderschön. Egal. Ich sag zwei Menschen, also denk nicht, dass Lilithi hat eine Freundin. Nein. Ich habe keine Freundin und ich werde auch nie eine haben. Scheiße. Schon wieder. Okay, wo war ich stehen geblieben? 10 Minuten Parts, ne? Oh, Vogel. Warum explodiert alles, wenn man es tötet?
So wie bei Superman 64. Kennt ihr Superman 64? Alle denken, die meisten denken, es gibt nur diese Ring-Level da am Anfang. Nein, das ist Quatsch. Es gibt später auch Action-Levels. Und wenn man dort dann Sachen anfasst, dann explodieren die einfach. So genauso wie einfach nur Kartons. Die explodieren einfach. Oh, Alter! Warum bin ich so schlimm?